Im Mittelalter waren sie Zufluchtsstätten für Pilger. Heute verstehen sich Hospize als Herberge vor der letzten Lebensreise. Eine Heimat für schwerstkranke Menschen, die dort dank Schmerztherapie und liebevoller Pflege in Würde Abschied nehmen können. Doch immer mehr Menschen möchten selbst trotz schwerster Krankheit so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung leben. Und so bieten viele Hospize inzwischen auch ambulante Begleitung und Beratung an. Aus Hannover berichtet Michael Heuer. Das Hospiz Luise in Hannover. Hier werden Menschen im letzten Abschnitt ihres Lebens gepflegt, begleitet. Doch viele Schwerkranke wollen ihre gewohnte Umgebung nicht aufgeben. Und so fahren die Mitarbeiter zu den Patienten nach Hause, helfen bei der Schmerzbehandlung, trösten, sprechen Mut zu. Die 66-jährige Renate Strothmann hat Krebs. Zunächst betroffen die Brust, dann die Gebärmutter und nun ein Tumor im Bauch. Den ambulanten Dienst kennt sie seit ein paar Wochen. Frau Dr. Schulz, die Ärztin, und Adelheid Werner, eine der speziell geschulten Krankenschwestern. Die Natur und ihre eigene Beweglichkeit liebt Renate Strothmann über alles. Dass sie für Spaziergänge jetzt auf einen Rollstuhl angewiesen ist, dagegen wehrte sie sich anfangs. Eigentlich will man lieber senkrecht bleiben, aber immer gar nicht rauskommt und wegkommt, dann ist der Rollstuhl besser, habe ich mir gedacht. So dass es dann eben ein Mittel ist, mit dem Sie vor die Tür können. Ja, ist man beweglich. Das ist schon besser. Ja, und es ist großartig, dass Sie sich darauf einlassen. Naja, das ist ja irgendwie nicht klug, wenn man das nicht macht. Ja, gut. Durch die Betreuung zu Hause haben Renate Strothmann und ihr Ehemann neuen Mut gewonnen für die vor ihnen liegende Zeit. Es ist eine Gratwanderung und es bleibt auch letztendlich ein Risiko. Ein Risiko, die Wahrheiten anzusprechen, so wie sie denn nun mal da sind. Häufig gibt es aber gerade eben auch die Situation, dass es total erleichternd ist. Endlich hat es mal jemand ausgesprochen, dass dieses Leben begrenzt ist. Und dass dieses Leben nicht nur irgendwann begrenzt ist, sondern dass diese Begrenzung relativ dicht kommt. Das heißt, Sie wissen das schon und Sie möchten heute leben und morgen so gut wie eben es geht leben und sich erfreuen am Leben. Und alle drumherum wollen Ihnen dabei helfen, Sie unterstützen. Anna Popitsch ist 45 Jahre alt. Der ambulante Dienst des Hospiz Luise begleitet die krebskranke Frau. Zunächst in der eigenen Wohnung, dann im Krankenhaus und jetzt im Altenheim. Sie geben uns auch viel. Ich will kämpfen bis letzte Minute, mit ganz Herz, mit alles. Anna Popitsch, Lebensmut, gibt auch den Helfern neue Kraft für die Begleitung. Auch Martina Vogel macht heute einen Hausbesuch bei Fritz Pralle und dessen Ehefrau. Seit mehr als 3 Jahren hat der 78-jährige Knochenkrebs und ist inzwischen teilweise gelähmt. Gestern hatte ich scheinbar einen Tiefpunkt und habe mich aber an ihren Rat gehalten und zusätzlich die Schmerztablette genommen. Und deswegen nehme ich eine heute wieder normal. Prima, das ist gut. Das heißt, heute haben Sie jetzt keine Schmerzen mehr? Nein. Man wollte ja mal schauen, welche Medikamente er jetzt pro Tag nehmen muss. Ja. Wenn man da mal drauf schaut, ist das nicht so wenig. Nein. Und das muss den Körper ja auch irgendwie verkraften. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gehe 2 Stunden weg, da kann er plötzlich umfallen oder was weiß ich, was passiert, kann man einfach nicht machen. Es gibt auch ehrenamtliche Menschen, die haben sich organisiert im Hospizverein, die dann vielleicht auch noch mal einen Nachmittag vielleicht mit hinzukommen können. Die Angehörigen der Patienten beziehen Krankenschwester und Ärztin bei ihrer Betreuung zu Hause bewusst mit ein. Was bei mir immer wieder ankommt, wenn es gelingt, mit diesen Menschen so in Kontakt zu kommen, dass ein Miteinander entsteht. Im Sinne von, wir versuchen zu begleiten, aber die Patientin, der Patient gibt sozusagen den Takt an. Nicht der Hautkrebs sei das Schlimmste, sondern die ständig wachsende Angst. Das hatte Leni Brezke, Frau Dr. Schulz, beim ersten Hausbesuch erzählt. Und so ist es auch heute, wenige Tage vor ihrem 70. Geburtstag. Nachts laufe ich rum, am Tage laufe ich rum, messe Blutdruck.
gucke mir das Bein, also muss ich alle Augenblicke ins Badezimmer gehen, muss gucken, Gott, was macht das Bein wieder. Und dadurch wird die Angst immer, die Ängste werden immer größer. Und wenn ich dann mal morgens sehe, oh Gott, das ist schön geworden, dann geht es mir auch wieder gut. Dann habe ich auch wieder Mut und dann sage ich, ich möchte doch nicht sterben, ich möchte noch leben. Ich will nicht sterben, ich will noch leben. Und das dauert dann manchmal einen Tag, aber oder auch nur einen halben Tag. Und trotzdem, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern können, wie es dann wieder war, als Sie die erste Fahrradrunde gedreht sind. Ja, wie war die? Schön, ne? War richtig schön, ja. Dass ich da wieder schon fahren konnte. Etwas zu können, was nach dieser schweren Erkrankung doch möglich war. Genau. Und das Schöne, was da ist und was da auch, ja, durch Sie sozusagen möglich wurde, weil Sie sich nämlich wieder aufs Fahrrad gesetzt haben und da wieder eine Runde gedreht sind. Ja. Und dieses Schöne trotz der Angst. Ja, trotz der Angst. Ja, trotz der Angst. Ja. Aber ich muss Frau Dr. Schulz' Worte haben Leni Brezke gut getan. Das Wahrnehmen all des Schönen im Leben, darum will sie sich mit ihrer Familie weiter bemühen und beim nächsten Mal davon berichten, ob die Angst ein Stück kleiner geworden ist. Sondern die ständig wachsende Angst. Das hatte Leni Brezke, Frau Dr. Schulz, beim ersten Hausbesuch erzählt. Und so ist es auch heute, wenige Tage vor ihrem 70. Geburtstag. Nachts laufe ich rum, am Tage laufe ich rum, messe Blutdruck, gucke mir das Bein, also muss ich alle Augenblicke ins Badezimmer gehen, muss gucken, Gott, was macht das Bein wieder. Und dadurch wird die Angst immer, die Ängste werden immer größer. Und wenn ich dann mal morgens sehe, oh Gott, das ist schön geworden, dann geht es mir auch wieder gut. Dann habe ich auch wieder Mut. Und dann sage ich, ich möchte doch nicht sterben, ich möchte noch leben. Ich will nicht sterben, ich will noch leben. Und das dauert dann manchmal einen Tag, aber oder auch nur einen halben Tag. Und trotzdem, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern können, wie es dann wieder war, als Sie die erste Fahrradrunde gedreht sind. Ja, wie war die? Schön, ne? War richtig schön, dass ich da wieder schon fahren wieder konnte. Etwas zu können, was nach dieser schweren Erkrankung doch möglich war. Genau. Und das Schöne, was da ist und was da auch, ja, durch Sie sozusagen möglich wurde, weil Sie sich nämlich wieder aufs Fahrrad gesetzt haben und da wieder eine Runde gedreht sind. Ja. Und dieses Schöne trotz der Angst. Ja, trotz der Angst. Ja, trotz der Angst. Ja. Aber ich muss Frau Dr. Schulz' Worte haben Leni Brezke gut getan. Das Wahrnehmen all des Schönen im Leben, darum will sie sich mit ihrer Familie weiter bemühen und beim nächsten Mal davon berichten, ob die Angst ein Stück kleiner geworden ist. Ja, trotz der Angst. Trotz der Angst. Frau Dr. Schulz' Worte haben Leni Brezke gut getan. Das Wahrnehmen all des Schönen im Leben, darum will sie sich mit ihrer Familie weiter bemühen und beim nächsten Mal davon berichten, ob die Angst ein Stück kleiner geworden ist. Stück kleiner geworden ist.